Manusquare, koordiniert von SUPSI, ist ein Horizon 2020 NMBP-Projekt mit 12 Partnern aus 6 verschiedenen Ländern, die von der Europäischen Kommission finanziert werden. Manusquare steht für Manufacturing Ecosystem of Qualified Resources Exchange und ist eine marktübergreifende Plattform, die die verfügbaren industriellen Produktionskapazitäten und Ressourcen mit dem täglichen Produktionsbedarf vereint. Dies erfordert unkonventionelles Denken und Lösen von Herausforderungen in branchenübergreifenden Sektoren. Genau diese Aufgabe passt perfekt zu unserer Mission als CSM. Das Hauptziel von Manusquare ist es, ungenutztes Industriepotenzial in Wertvolles zu verwandeln. Industrieunternehmen in Europa nutzen heutzutage lediglich 80% ihres gesamt zur Verfügung stehenden Potenzials. Die nicht genutzten 20% lassen sich im Allgemeinen in die Bereiche Produktion, Nebenprodukte, Technologie und Know-how unterteilen. Wir wollen ein nachhaltiges Business-to-Business-Ökosystem schaffen, das all diese Bereiche abdeckt. Zwar existieren bereits zahlreiche Plattformen, die Business-to-Business-Beziehungen ermöglichen, indem sie Fertigungskapazitäten als Service anbieten. Diese Plattform gibt es allerdings ausschließlich für Fertigungskapazitäten, welche darüber hinaus nur ganz spezielle Sektoren bedienen. Die Manusquare-Plattform bietet ein viel breiteres Spektrum an, indem sie erstens Unternehmen mit fehlenden Fertigungskapazitäten mit Firmen mit freien Fertigungskapazitäten verknüpft, zweitens die wertschöpfende und nachhaltige Wiederverwendung von Nebenprodukten realisiert und fördert, drittens die Optimierung der Produktions- und Ressourcenpotenziale durch technologische Lösungen unterstützt und viertens neue Geschäftsmodelle durch Innovation generiert. Auf diese Weise können neuartige, branchenübergreifende Business-to-Business-Beziehungen identifiziert werden, die ansonsten unentdeckt blieben. Diese komplexen Verbindungen werden durch einen intelligenten Matchmaking-Algorithmus realisiert. Ein weiteres Schlüsselelement der Plattform ist die Einbindung von Innovatoren. Diese sind in der Lage, weitere, neue Geschäftsoptionen und Modelle zu erkennen, sowie technologische Unterstützung und Transfer zu ermöglichen. Um all dies zu realisieren, entwickeln wir ein Businessmodell, das auf die Bedürfnisse der Plattformbenutzer ausgerichtet ist. Die Plattform umfasst mehrere Schlüsseldienste, wie zum Beispiel den Matchmaking-Algorithmus, oder Mechanismen zur Benutzerzertifizierung und Reputation. All diese sind in einer Blockchain-Infrastruktur integriert, um sichere Datentransaktionen und genauestens rückverfolgbare Informationsflüsse zu gewährleisten. Da CSEM aus dem Technologietransfer stammt, sprechen wir quasi eine andere Sprache als Partner, für die eine solche Plattformentwicklung täglich Arbeit bedeutet. Die Herausforderung bestand anfangs darin, ihre Sprache in die unsere und andersherum zu übersetzen. Erfahrungsgemäß waren persönliche Meetings am hilfreichsten, um Verständnislücken zu überbrücken. Sehr oft haben die verschiedenen Partner völlig unterschiedliche Herangehensweisen, um Herausforderungen zu meistern. Wir konnten Lösungen zum Beispiel durch Konzepte erreichen, die erst aus der Synthese verschiedener Konzepte entstanden sind. EU-Projekte sind andererseits sehr kompetitiv und die Zusammenstellung und Organisation eines europäischen Konsortiums erfordert viel Zeit, insbesondere vom Koordinator. Es gibt jedoch kaum andere Möglichkeiten, in einer solch dynamischen und europaweiten Gruppe zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Wir sind in der Tat sehr froh, dass diese Option existiert. Gemeinsam mit unseren Industriepartnern des Manusquare-Konsortiums, insbesondere mit unseren italienischen Partnern und Trudel aus der Schweiz, arbeiten wir an neuen Geschäftsmodellen und Optionen innerhalb der Seidenmaterial- und Seidentextilbranche. Zwar verfügt CSEM über langjährige Erfahrung in der industriellen Zusammenarbeit, das Manusquare-Projekt konzentriert sich jedoch auf zukunftsorientierte und dynamische Marktentwicklungen. Diese Entwicklungen aus verschiedenen Perspektiven verstehen und antizipieren zu können, ist für uns von sehr großem Wert.